Servus aus der bayerischen Landeshauptstadt, es ist der Mittwochabend, 17.30 Uhr. Bayerische Landeshauptstadt, das ist da, wo am Samstag der Börsentag stattfindet. Und das nochmal zur Erinnerung, am Freitag gibt es keinen Film, weil ich das mit den Leuten machen möchte, die dann zu dem Vortrag kommen um 14.20 Uhr in diesem Raum, ich glaube C112 oder wo auch immer das ist. Mit denen mache ich dann die Analyse, deswegen Freitagabend habe ich frei, hurra. Naja, und nicht wirklich, weil ich ja dann den Vortrag vorbereite. Wir sind hier im DAX und das ist der Tageschart. Ich finde, dass man aus dem Tageschart momentan nicht allzu viel ablesen kann. Ich habe nächstes Mal ein bisschen weiter aufgedröselt, ja, dass man hier nochmal den Doppelboden hier erkennt, so um die 12.000, ich mache es mal ganz genau hier, bei 12.391, sagen wir 12.400. Das ist also jetzt ein bisschen herangezoomt. Und von der Technik her, ich fange einfach mal damit an, weil das ist für mich jetzt im Moment einfacher. Ich kann hier nichts erkennen aus der Stochastik, die ist völlig im neutralen Bereich. Das MACD gibt null Signale, aber wirklich gar nichts. Und ich habe jetzt hier so eine kleine Flagge, da gehe ich gleich mal drauf ein. Aber ich habe diese drei blauen Linien. Das sind für mich die kurzen Make-or-Break-Lines. Das eine ist natürlich hier unten die 12.390. Das ist wichtig, weil dann wäre der Doppelboden unterboten und dann zeige ich euch mal, wo es hingehen würde, weil da suche ich nämlich auch den Schein dementsprechend aus. Dann haben wir erst hier im Bereich bei 11.500 eine, wie ich finde, sinnvolle Unterstützung. Deswegen, das ist schon sehr wichtig, dieser Bereich hier. Soll ich es wieder näher ran? Dann haben wir hier die 13.000, knapp etwas über 13.000. Da haben wir hier schon Gap geschlossen am 8.7. Das ist soweit fein. Aber wenn ich mal auf die Gaps eingehe, wir haben hier noch eins oben offen, wir haben hier noch eins offen, hier ist auch noch eins, das ist bei 12.231, also ist schon alles sehr löchrig hier, das muss ich schon sagen. Dennoch, dieses eine Gap hier, das war vom 29.06., das haben wir geschlossen, ein bisschen hinter der 13.000, das ist in Ordnung, dann haben wir die 13.600. Wahrscheinlich wird jetzt der eine oder andere fragen, wieso nehme ich nicht den hier, kann man auch machen, keine Frage. Ich nehme diese beiden hier, die 13.367, weil hier jetzt auch das obere Band liegt. Das wird morgen darunter gehen. Das heißt, hier treffen zwei Punkte zusammen und hier oben ist es nur einer. Deswegen ist dieses hier für mich wichtiger. Und ich glaube, wenn wir die 13.380 mit einer Stunden- oder 4-Stunden-Kerze Schlusskurs überbieten, dann sucht er auch seinen Weg hier hoch. Grundsätzlich halte ich den Markt. Heute war das wieder. Ich gehe mal ein bisschen auf eine tiefere Ebene. Machen wir mal 4 Stunden, selbst da sieht man es noch nicht so genau. Aber es sind lange Lunden, lange Dochte. Das ist ein Zeichen der Unentschiedenheit zwischen Bullen und Bären. Jetzt haben wir heute, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Uhr das war, ich muss gerade mal draufschauen, gehen wir mal auf die Stunde direkt runter, hatten wir jetzt heute hier um 14 Uhr wieder Inflationszahlen. Das war ja innerhalb von Minuten. Da wurden die Stops also auch schon wieder mit mächtig Krawall gerissen und dann hat sich der Freund auch wieder gut gehalten hier so um die 12.624 und geht hoch auf 12.800, ziemlich genau auf 12.800. Im Moment handeln wir über 12.753, also die Nervosität ist groß. Gehen wir mal auf 4 Stunden mal zurück. Das ist jetzt hier 4 Stunden und da kann man es auch schon sehen, was ich eingezeichnet habe. Für mich ist das momentan nichts anderes als eine Bullenflagge, kurzfristig. Der übergeordnete Trend ist ganz klar nach unten gerichtet, ja, immer wieder ein neueres Tief. Aber das hier, die letzte Bewegung, ist so eine Art Bullenflagge. Und auch im 4-Stunden-Chart, mir wird hier nichts angezeigt. Und hier über die Stochastik ist der Freund neutral. Da finde ich also diese Punkte hier, die Flagge läuft hier unten bei 12.600, halte ich für sehr wichtig. Und oben ist sie bei 12.915. Direkt gefolgt von dieser anderen Make-or-Break-Line bei etwas über 13.000. Ich fand es schon erstaunlich, wie schnell er runtergegangen ist. Ich fand es aber auch genauso erstaunlich, wie schnell der wieder hochgekommen ist. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich dachte, okay, jetzt macht er hier unten mal irgendwie was kaputt oder geht weiter runter auf die 12.400. Aber nö. Nasdaq auch, der ist von, ich glaube, 11.500 hoch auf 11.750. Dazu ganz kurz mal ein Zwischenwort. Das habe ich mir von meinem Kollegen Martin Neig entliehen. Er hat das neulich geschrieben, da muss ich es nicht machen.
Da kommen alle möglichen Quartalszahlen. Tesla, Netflix, Tesla, Google, Facebook, PayPal, Apple, Amazon. Und das fängt an am 19., also in 6 Tagen. Vorher, und das ist, ich meine, das wäre am 17. oder 18., kommt JP Morgan, da kommen die Banken. Ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal nichts mehr in den Banken und warte mir erstmal ab, was so die 2, 3 großen amerikanischen Banken, was die für Zahlen haben, bevor ich jetzt hier für mich weitermache. Also diese Zahlen unbedingt oder diese Daten unbedingt im Kopf behalten, weil die sind kursbeeinflussend. Jetzt gehen wir mal runter zur Stunde und hoffen mal, dass wir da ein bisschen mehr finden. Hier ist die Flagge, ein bisschen deutlicher zu sehen. Wir hatten hier einen sehr schönen Hammer. Den meine ich, hätte ich aber neulich schon besprochen. Und hier haben wir auch so einen Hammer. Und den habe ich als untere Begrenzung genommen zwischen diesen beiden Berührungspunkten hier als Trendkanal. Diesen Trendkanal haben wir fast gesehen. Tatsächlich lag ich auch drin bei 12.600, aber ich habe es nicht gekriegt. Da war ich eine Viertelstunde draußen, dann war ich schon wieder hier hoch. Also diese langen Lunden, die haben sie in sich. Und jetzt sind wir hier am 20er gleitenden Durchschnitt, gebe ich nicht so viel drauf in der Stunde. Aber auch hier sind wir etwas besser über die Stochastik und aber auch stabil im negativen Bereich über das MACD, da ist auch nicht viel zu holen. Ich bin der Meinung, dass diese Chartpunkte, die ich hier, diese Flaggenoberbegrenzung und die Flaggenunterbegrenzung, die sind wichtiger. Also haben wir hier unten 12.600, wir haben oben die 12.914 und dann geht es weiter mit diesen blauen Linien hier über der 13.000. Ich vermag jetzt nicht zu sehen, dass der Markt hier ein bisschen mehr Chance nach oben oder unten hat. Aber ich werde auf jeden Fall an diesen Linien dementsprechend reagieren und ich habe für euch diese Scheine dafür mitgebracht. Im Moment denke ich, dass wir nach dem Anstieg heute Nachmittag wieder, zuerst im Abverkauf und dann diesem doch recht zügigen Anstieg, kann ich mir vorstellen, dass wir eher uns mal mit dem Bereich über den 20er gleitenden Durchschnitt, das hier ist der 200er auf 60-Minuten-Basis, damit befassen, vom unteren Kanal Ende zum oberen. Ich habe mir folgenden Schein ausgesucht, das sind 12.300er. Der liegt hier unten drunter, unter diesem Doppelboden, den wir hier haben und weiter hier hinten. Ich vertrete die Auffassung, wenn wir die 12.400 mit einer Stundenkerze unterbieten, dann hört er auch nicht 50 Punkte tiefer auf, sondern da geht er weiter tiefer. Deswegen sehe ich keinen Sinn darin, dass ich sowas wie einen 12.100er oder 200er Schein nehme. Ich nehme 12.300er, den werde ich allerdings stoppen bei 12.350,60. Hat im Moment einen 25er Hebel und das ist die GF5 W9X. Da ich davon ausgehe, dass wir vielleicht eher eine kleine Chance nach oben haben, suche ich den Put. Den habe ich mir schon hingelegt, der ist momentan relativ weich mit einem Hebel von 13.450, da sind wir hier hinter. Den nehme ich jetzt noch nicht rein. Ich möchte erstmal schauen, wie der sich hier verhält, wenn wir wieder an die 12.900 gehen, beziehungsweise an die 13.000. Aber ich bereite den jetzt schon vor. Und das ist die GK67RB. Also, das bleibt hier volatil. Ich habe vorhin den VDAX gesehen bei 32,5. Das wird wahrscheinlich im Moment gar nicht reichen. Wahrscheinlich ist er schon bei 33. Das bleibt volatil und man muss da höllisch aufpassen. Ich bin nach wie vor sehr klein. Ich habe sehr wenig Positionen. Auch in den Aktien und im Index mache ich auch relativ wenig. Ich freue mich auf euch am Samstag und nochmal Freitag gibt es nichts von mir, da habe ich Pause dann. Und freue mich auf euch am Samstag. Das geht um 10 Uhr, habe ich glaube ich den ersten, da geht es um die Bänder. Und um 14.20 Uhr den zweiten. Also alles Gute, Happy Trading, fette Beute, bye bye.